Da ist das Ding. Und entsprechend groß ist die Freude der Sieger. Zum ersten Mal gewinnt das Team Cocktail den CVJM Burben Cup. Ein Team, das auch außerhalb des Spielfeldes gemeinsam in einer Wohngruppe für Geflüchtete lebt. Im Tor steht dabei Jonathan Hirzel, Betreuer der Wohngruppe. Ja, also überglücklich. Wir haben es immer wieder versucht und jetzt hat es endlich geklappt. Es gibt nichts Schöneres. Wir haben ja normalerweise eigentlich nicht so ein tolles Wetter hier. Und umso schöner, wenn man dann beim tollen Wetter noch den Titel holt. Bereits zum 14. Mal fand dieses Jahr der Stuttgarter CVJM Burben Cup im Waldheim Möhringen statt. Eingeladen und organisiert wird das Ganze vom christlichen VfB-Fanclub des CVJM. Also das Teilnehmerfeld ist kunterbunt gemischt. Es gibt auch wieder jedes Jahr neue Überraschungsteams dabei. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel auch Teams mal aus Basel, zwei Teams. Auch ein Team aus Lübeck. Das ist ein Freundeskreis, die jedes Jahr in Deutschland unterwegs sind, nach einem Turnier suchen. Dieses Jahr kommen sie glücklicherweise nach Stuttgart. Und auch Teams aus Sigmaringen, die eben so im Internet auf uns aufmerksam geworden sind. Aber natürlich sind auch andere Fanclubs vom VfB hier Teil des ganzen Turniers. Eines aber haben alle Mannschaften gemeinsam, die Liebe zum Fußball. Und für viele ist es auch die Liebe zum VfB Stuttgart. Die CVJM-Burben wollen neben den nervenaufreibenden Stadionbesuchen ihren Mitgliedern aber noch mehr bieten. Das haben sie sich schon bei ihrer Gründung auf die Fahnen geschrieben. Es war 2003. Wir waren damals drei Jungs im Alter von 15 Jahren. Und wir waren alle große VfB-Fans und hatten die Idee, einen Fanclub zu gründen. Aber nicht nur irgendeinen Fanclub, sondern es ging auch darum, dass wir im Rahmen der Jugendarbeit vom CVJM Stuttgart-Möhringen einen christlichen Fanclub gründen wollten. Also wir haben diesen Slogan ausgegeben, Fußball, Gemeinschaft, Jesus, und wollten über den Fußball eine Brücke zum Glauben machen. Im kommenden Jahr feiert das Turnier ein kleines Jubiläum. Dann steht es seit 15 Jahren als eines der Beispiele für die besondere Fanclubarbeit der CVJM-Burben. Ich würde uns als nicht typischen Fanclub bezeichnen, die jetzt nur ins Stadion gehen und den VfB unterstützen und da diese Gemeinschaft leben, sondern wir leben eben die Gemeinschaft auch noch im CVJM in Möhringen. Das heißt, wir verbinden immer bei den Veranstaltungen Fußball und Glaube. Das wollen wir eben auch hier bei dem Turnier jetzt wieder machen. Deswegen gibt es mittags immer einen kleinen Impuls oder eine Andacht, um eben den Leuten auch noch ein paar Worte von Gott mit auf den Weg zu geben, mit denen sie sich vielleicht in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen beschäftigen können, damit wir eben nicht nur den Fokus auf dem VfB und auf dem Fußball haben. Fußball, Gemeinschaft, Jesus. Drei Schlagworte, die die zahlreichen Angebote der Stuttgarter CVJM-Burben beschreiben. Und der Stuttgarter Burben Cup 2019? Der kam auch dieses Jahr wieder super an. Wir sind schon seit bestimmt 6 Jahren dabei. Immer wieder gerne. Es ist ein super Turnier, eine super Veranstaltung. Dieses Jahr sogar mit Sonne. Es war jetzt schon das zweite Mal oder ist das zweite Mal, dass wir hier sind. Und wir waren deutlich besser vorbereitet. Spaß haben, Fußball spielen, gute Menschen, gute Leute. Also sehr, sehr offene Gemeinschaft hier. Man kommt sehr schnell in Gespräche mit anderen Mannschaften, mit anderen Gruppen auch. Und es ist total schön organisiert, hat super viel Spaß gemacht, ganz entspannt. Auch die Andacht ist schön und das Spielen mit allen super. Und es macht Spaß. Ja, super zusammen sein. Total gemischtes Völkchen, alle, egal aus welchen Ländern, Kulturen, super zusammen. Gab eine schöne Andacht mit einer tollen Ansprache. Ich glaube, das kann man weitererzählen, das können andere Gemeinden weiter nachmachen.